Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Also sind 1, 2, 3, 4, 5 Eingänge mal mindestens. Da fangen wir dann mit dem ersten an, oder? Ja. Ist ein bisschen besser, wenn nicht viel. Da ist so ein kleines. Sag mir, wir sind fertig. Na, sind wir nicht da unten? Und gab's dann richtig? Muss sein. Naja, oben gibt's noch einen Weg, oder? Möglich. Da kommt so jetzt ein Prank. Ihr kennt den Akt zwar nicht durchspielen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ach so. Ich hab gedacht, die macht 45 Damage. Dabei hat es nur 45 Guard-Verkehr oder so. Der schaut gut aus. Wir haben was angefunden. Na. Wir sind Dungeon ganz unten links. Haben wir einfach nur Pech gehabt oder haben die das so generieren lassen, damit das so passiert? Ich weiß nicht, oder? Skeptisch. Eine Öffnung. Klicken wir mal auf. Da darf ich mein Zepter, mein langen Ding einstecken, oder was? Dafür, dass wir das eine Ewigkeit mitgenommen haben und nie verwendet. Ich sag nicht, das ist jetzt Zweihandwaffen gewesen. Ich dachte, das ist ein Stab. Wait a minute. Ey. Was passiert hier? Er hat ihn auf einen geworfen. Mr. Beam. Du hast meinen Stab, ist jetzt einfach weg gewesen. Dein Stab deleted. Der ist auch weg gewesen, also ja. Gefühlt war es ein Zweihandstab, den hätte ich immer verwenden können. Wie was? Hey, was hab ich jetzt überhaupt gemacht? Alles kaputt gemacht da. Ah, da jetzt hab ich's. Oh, 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 oh. Jetzt warte mal einen Moment. Opa, ich bin drin. Ich hab alles ver. Ich hab alles. Ich bin drin. Ja. Das, ich werd krabbelt. Ja, perfekt. Ja! Da du, Ariel! Oh mein Gott! Wer ist denn er? Der macht Damage, ey. Ich hab ihn ein bisschen anders vorgestellt. So ein Wurm. Also ganz und gar ein paar Tränke mit. Nice. Auf drauf kloppen. Tränke süffeln.
Er rennt einfach rein. Haut einen Stab ein, macht die Wand hin. Ja, warum sucht man nicht einige? Ich wollte gerade noch alles anschauen. Was willst du anschauen? Ja, das gibt's ja nicht mehr den Stab. Ich hab gar keinen Trank mehr. Oh mein Gott! Was ist hin? Und abhauen? What? Ich hab for real keinen Trank mehr fast. Ich kann nur noch an. Noch drei bin ich da. Der ist ziemlich strong. Weil er viel Damage macht einfach. Unsere Gefährten sind einfach weg. Die sind gar nicht dabei. Jetzt bin ich verlangsamt. Da wisch ich fast gar nicht. Jetzt hab ich ihn verlangsamt. Ich um dir rum. Das ist perfekt. Genauso weitermachen. Er rennt im Kreis. Oh ne, oh ne, oh ne, jetzt renn ich im Kreis oder was? Verlangsamt, jetzt hast du mit im Kreis. Jawohl! Das Spiel war früher nicht Multiplayer, gell? Da hat man das nicht abziehen können. Wow! Einfach einer mit der Aura die ganze Gruppe hielt. Früher warst du einfach. Hast du nur Server gehielt und das war's. Er macht sau viel Damage. Er ist hin! Ja moin. Ganze Bude zerbricht. Holy. Er hat einfach nur Schriftrollen dropped. Weil man da sonst nicht mehr rauskommt oder was? Anscheinend. Questlog. Sein Stab haben wir abgeschlossen. Aber erkundet das Grab haben wir noch nicht abgeschlossen. Okay, da geht's aber weiter. Lustigerweise. Was? Ist da los? Hm? Ist das der von der Sequenz, ne? Mhm. Wie das ausschaut. Sterblicher, ich danke dir für meine Freiheit. Aber ich habe dich früher erwartet. Ich bin der Erzengel Tyrael. Ich bin hergekommen, um zu verhindern, dass Diablo seinen Bruder Baal befreit. Doch ich habe versagt. Nun ziehen Schrecken und Zerstörung frei durch die Welt. In diesem Augenblick sind sie... Hey, er hat es geschafft, seinen Bruder befreien, der Diablo? Zum Herzen des Zakaru-Tempels. Sie hoffen dort, Mephisto zu finden, ihren ältesten Bruder, den Herrn des Hasses, der vor Jahrhunderten dort eingesperrt wurde. Wenn die drei großen Übel sich vereinen, sind sie unüberwindbar. Zwar ist unklar, welche Ziele sie verfolgen, aber sie müssen um jeden Preis aufgehalten werden. Ich bin gebrochen und die Energie, die mich an diese Welt bindet, schwindet rapide. Du musst meine Aufgabe vollenden und verhindern, dass die drei Brüder sich vereinen. Du musst über das Meer reisen und Diablo und Baal in Kuras suchen. Jetzt spute dich, Sterblicher. Für uns alle wird die Zeit knapp. Das heißt, deinen einen Bruder haben sie schon da befreit, der Diablo, und der will halt die Mega-Armee machen mit seinen drei Leuten. Mephisto noch dazu und der Baal. Dazu und wie das natürlich wieder alles. Ich werde Tal Rashas Opfer ehren, indem ich alle großen Übel vernichte. Nichts über was? Ich finde das. Total. Jawohl. Der Erzengel Tyrael war derjenige, der den Horadrim vor 260 Jahren die Seelensteine gegeben hat.
Es ist höchst ungewöhnlich, dass die Mächte des Himmels so direkt in das Schicksal der Menschen eingreifen. Aber man sagt, dass Tyrael auf eigene Faust gehandelt hat. Warum? Das haben wir nie herausfinden können. Möglicherweise tut er es gegen die Zustimmung des Himmels, weil er bezweifelt, dass wir uns selbst verteidigen können. Vielleicht scheint ihm die Bedrohung auch größer zu sein als seinen Herrn und Meister. Die Taten der Hölle sind meist schnurgerade auf Zerstörung ausgerichtet. Aber die Motive des Himmels sind unergründlich. Und nun sputet euch. Diablo und Baal müssen aufgehalten werden, ehe sie mit ihrem Bruder Mephisto... Das sind schreckliche Neuigkeiten. Baal ist eines der mächtigsten Magier der Menschen habhaft geworden und der Herr des Schreckens leitet seine Schritte. Sie müssen aufgehalten werden, denn ich bin sicher, sie wollen... Und so geht jeder das Gleiche ungefähr. Herrn des Hasses, der so, er ist schrecklich, sie dürfen nicht alle befreien. Ich fürchte, ihr geht einem gewaltigen Übel entgegen, aber euer Glaube kann euch retten. Okay. Mögt ihr stets im Lichte gehen. Ich muss verkaufen. Einfach 70k in der Tasche. Reden die anderen NPCs mit uns auch noch? Oder nur noch unten, wo wir hin müssen? Ja, braves Wissen. Das ist ein schwerer Rückschlag. Warum nur musste Tal Rascher von Baals vernichtendem Einfluss verziert werden? Er arbeitet schon mehr als 5 Jahre an diesem Projekt. Geheimnisse, die Baal nun gegen uns einsetzen könnte. Wir müssen nach Osten reisen, über das Meer, nach Kurast. Und Diablo und Baal aufhalten, bevor sie ihren ältesten Bruder Mephisto befreien. Die Länder im Reich des Ostens sind nicht mehr, was sie einmal waren. Man hat lange nichts mehr von dort gehört. Okay, sagt uns quasi alles gleich. So ist uns dann jeder ein bisschen so das Gleiche. Ihr habt bewiesen, dass ihr der größte aller Helden seid. Es ist mir eine Ehre, mit euch befreundet zu sein. Danke, dass ihr unserem Leben wieder Frieden gegeben habt. Ja, sagt uns nix. Guten Tag. Tut mir leid, dass es nicht so gekommen ist, wie ihr gehofft hattet. Geht und denkt stets mit Freude an uns. Wisst ihr, ihr habt mich weniger genervt als die meisten. Hat er recht. Ich fast nie mit ihm gehandelt. Da unten war keiner, gell? Doch, der Barry. Keine Angst, ihr habt euer Bestes getan. Ich vermute, Diablo und Baal ziehen nun nach Osten, nach Kurast. Jawohl. Und oben noch ein Ding und dann noch zu ihm. War gehen wir zuerst zu ihm. Ihr habt eure Sache sehr gut gemacht. Wenige hätten so weit kommen, geschweige denn das wahre Grab von Tal Rasha finden können. Bedauerlicherweise habe ich gehört, dass Diablo und Baal entkommen sind. Das ist höchst bedauerlich. Falls ihr nach Osten reisen wollt, nun, ich habe Mayschiff Erlaubnis gegeben, euch auf dem Seeweg zu befördern. Ich könnte mir denken, dass ihr kaum noch erwarten kann, endlich aufzubrechen. Viel Glück bei eurer Suche und nochmals danke, dass ihr meine geliebte Stadt gerettet habt. Ihr werdet in Lut-Golain stets willkommen sein. Meerschiff. Das ist der, wo wir mit dem Schiff dann zu einem Map fahren. I guess. Er will nichts von uns wissen. Wer da? Ey, das ist kaputt worden, dann soll ich es wieder reparieren müssen. Genauso macht man das. Ja, moin. Ich schätze, jetzt kommt noch der Abschluss. Cinematic und das war's dann, oder wie? Oder wie, du weißt? Also. Jerin sagt mir, ich soll euch nach Osten bringen, nach Kurast. Ich war seit einigen Jahren nicht mehr dort, aber Gerüchten zufolge soll es schlimm sein.
Zurück zum Hauptmenü steht. Quest abgeschlossen. Und dort steht einfach: Zurück zum Hauptmenü kannst reisen. Geile Reise. Wir reisen zurück zum Hauptmenü. Ja moin, Diablo 2, zweiter Akt ist durch anscheinend. Ist. Wir haben eigentlich alles angeschaut, alles durchgeklärt. Ich muss sagen, es hat mir eigentlich besser gefallen als das 3er witzigerweise. Einfach nur, weil ich den Style so gewohnt war, weil ich halt Diablo 2 vor Ewigkeiten schon mal gesehen habe. Und jetzt das Server spielen quasi und dann noch weiter spielen, weil so weit waren wir glaube ich nie. Wir waren in der ersten Stadt, soweit ich mich erinnern kann. Also bei den Jägerinnen. Schon ziemlich cool. Und die Story finde ich eigentlich ziemlich cool, weil sie so kurz immer besprochen wird und nicht lang ist. Weil bei den meisten Spielen ist es immer so eine lange Story und irgendwann hört man irgendwie auf zuhören. Ja, aber es ist so voll labern. Genau so ist es. Und da ist es so, sie labern zwar, aber es ist nicht zu viel. Nice. Also viele würdest du es kaufen. Akt 3, 4, 5, Albtraum. Mal schauen. Wir haben noch andere Spiele auf die Liste. Aber mal ein guter Einblick. Das ist durch jetzt. Yes. Die weiterkommt man nicht in der Open Beta. Das ist ja sehr erfolgreich. Grind noch weiter, oder? Mhm. Weißt du, wie witzig ich finde, man kommt zwar nicht weiter, aber ab Stufe 30 kann man alle Skills haben. Witzigerweise sind wir schon Stufe 23, jetzt müssen wir noch grinden. In die Grind. Nice. Ja, ich glaube nicht, dass wir was verpasst haben. Sehr schön. Zurück zum Hauptmenü. Oder was? Ja. Die Reise zum Hauptmenü. Also du bist zum Glück schon in der ganzen Skull verkrutzelt. Ich habe Vorverkauf geklickt. Naja, aber ich glaube, da haben wir schon fast alles geholt, was da dabei war. Also das Game kostet 40 Euro und die Prime Evil Collection kostet 60 Euro im Vorverkauf. Da kriegst du dann noch dazu, kriegst du zur Sicherheit noch das Diablo 3 dazu mit allen DLCs, wenn du einfach 20 Euro mehr ausgibst. Okay, nice. Und wenn du einen Vorverkauf machst, kriegst dieses Barbaren-Transmogrifikation im Stil von Diablo 2. Das kriegst du sonst anscheinend nicht. Jetzt ist das nicht im Vorverkauf. Wurst. Interessant, interessant. Da steht eh, neues Erlebnis, klassisches Gameplay. Es ist halt wirklich klassisches Gameplay. Nice. Ja dann, danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat Diablo 2 gefallen, also wir haben es jetzt bis zum Akt 2 gespielt, ob wir es uns holen, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich erst wenn es günstiger ist, so wie ich uns kenne, weil wir haben jetzt noch ein paar andere Games geholt, GTFO, Tribes of Midgard und Torchlight. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, tschüss. Jetzt so das Spiel auf so Server spielen können und einfach in einer guten Grafik, was man damals so in Erinnerung hat, finde ich schon ziemlich cool irgendwie. Danke fürs Zuschauen, falls euch Diablo 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Servus!